Hier geht es jetzt wieder um Bruchgleichung. Wir haben zwei Aufgaben und ich rechne dir die mal beide vor. Wir orientieren uns dabei an dieser Setliste hier. Und zwar diesen, ja, sechs Punkten, die man mehr oder weniger stur verfolgen sollte, damit man hier zur richtigen Lösung kommt. Also wir haben den ersten Punkt. Das wäre die Definitionsmenge erst einmal zu bestimmen. Die Definitionsmenge D ist immer die Menge aller reellen Zahlen, außer, das ist der Strich nach unten, eben die Werte für x, die man nicht einsetzen darf. Und man darf immer die Werte von x nicht einsetzen, die zu einem Nenner führen, der 0 ist. Ein negativer Nenner ist mathematisch einfach nicht korrekt, darf man nicht machen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier 5x plus 4, 5x minus 4 und 25x Quadrat minus 16. Hieraus würde ich erstmal gerne das umschreiben, weil das ist die ausmultiplizierte Form der dritten binomischen Formel. Wenn ich das jetzt faktorisiere, das haben wir in den anderen Videos schon mal gemacht, kannst du ja nochmal gucken. Faktorisieren bei Binomen oder so heißt das, findest du bei uns auf jeden Fall in der Theke. Und jetzt hast du jetzt hier die Wurzel aus 25x Quadrat sind 5x. Und dann hier einmal plus 4. Und das 4 ist ja die Wurzel aus 16. Und das Ganze nochmal einmal mit einem Minuszeichen 5x minus 4. So. Du siehst jetzt schon, dass im Grunde das hier, was in dem Nenner steht, dasselbe ist, was jetzt hier oder das gleiche ist, was in diesen beiden Nennern steht. 5x plus 4, 5x minus 4 ist jetzt hier einfach nochmal zusammengesetzt. So, und jetzt können wir uns überlegen, naja, wann wird denn hier der Nenner 0? Das ist jetzt unsere erste Aufgabe. Und da stellst du am besten dieses 5x plus 4, dieser erste Nenner hier, der darf ja nicht 0 werden, den setzt du einfach mal 0 und guckst mal, wann er 0 wird. Dabei haben wir dann die Rechnung hier minus 4, haben wir also 5x ist gleich minus 4 und das nochmal geteilt durch 5. Dann haben wir x ist gleich minus 4 Fünftel und können das hier schon mal als einen Wert angeben, den man ausnehmen muss. So, wenn du das Ganze nochmal für 5x minus 4 machst und dafür die Nullstelle suchst, dann bekommst du hier noch den anderen Wert 4 Fünftel raus, also den positiven Wert dazu. Wenn man 4 Fünftel einsetzt, wird der zweite Nenner 0. Wenn man minus 4 Fünftel einsetzt, wird der erste Nenner 0. Und natürlich sind das auch die Nullstellen von unserem dritten Nenner, denn der setzt sich ja genauso zusammen, wie die ersten beiden Nenner sind. Wenn man da eins, wenn sozusagen eine Klammer von den beiden hier 5x plus 4 oder 5x minus 4, wenn eine von beiden 0 wird, wird alles 0. Und somit gelten natürlich die Nullstellen dafür auch. So, das ist jetzt hier erstmal die Definitionsmenge. Jetzt kommen wir schon mal zum zweiten Punkt. Wir brauchen einen Hauptnenner, einen sinnvollen. Hauptnenner bilden, das ist hier dieser zweite Punkt hier oben. Hauptnenner bilden und erweitern. So, der Hauptnenner ist immer das, was sich sozusagen aus allen Nennern zusammensetzt und man muss dann mit Multiplikation, also Malzeichen, verknüpfen. Wir haben jetzt hier 5x plus 4, das ist unser erster Nenner. Und wir haben den zweiten Nenner 5x minus 4, also mal. Ist immer die Verknüpfung zwischen den beiden Nennern, oder zwischen den Nennern überhaupt, 5x minus 4. Und dann müssen wir gucken, was kommt von dem dritten Nenner noch dazu. Das ist ja genau das, was da schon steht. Also müssen wir es hier nicht doppelt gemoppelt machen. Deswegen bleibt das 5x plus 4 mal 5x minus 4. Und damit ist sozusagen auch der dritte Nenner auch schon mit abgedeckt. Das ist jetzt unser Hauptnenner. Und wir sollen jetzt diese Ausgangsaufgabe, die sollen wir jetzt erweitern. Also ich mache hier jetzt einfach mal ist gleich, ja, dann machen wir sozusagen hier jetzt weiter, ist gleich, Punkt, 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 dann geht das jetzt hier auf dieser Zeile weiter. Jetzt müssen wir diese Aufgabe so umformen, dass der Hauptnenner wirklich bei allen Brüchen, die hier auftreten, vorkommt. Schauen wir mal. Also, nehmen wir mal uns ganz gemütlich den ersten Bruch hier vor. Da haben wir im Nenner 5x plus 4. Schreibt das mal in Klammern. 5x plus 4. Und wir müssen uns jetzt fragen, was braucht dieser Bruch jetzt insgesamt noch, damit der Hauptnenner hier sich ergibt in diesem ersten Bruch? 5x plus 4 haben wir, das ist das hier. Wir brauchen jetzt noch 5x minus 4. Also schreiben wir das dahinter. 5x minus 4. Damit erweitern wir jetzt sozusagen diesen Nenner. Und wenn wir das im Nenner dazu schreiben, müssen wir es auch im Zähler dazu schreiben. Im Zähler ist grundsätzlich erstmal da 6x plus 30. So, mal. Und wenn wir das im Nenner multipliziert haben mit 5x minus 4, müssen wir auch im Zähler damit erweitern, also 5x
minus 4. So. Jo, genau das gleiche machen wir jetzt für die anderen auch noch. Da haben wir jetzt hier plus. So, wieder ein Bruch. Und hier haben wir 5x minus 4. So, na, da ist wieder diese 4, die nicht klappen möchte. Bei mir, also hier 4. So. Und jetzt ist die Frage, was fehlt uns zum Hauptnenner noch? Hier haben wir das hier gegeben, also fehlt uns das andere. Also müssen wir genau damit erweitern. Mit 5x plus 4. So. Und wenn wir das im Nenner gemacht haben, müssen wir es natürlich auch im Zähler machen. Erstmal übernehmen wir einmal das, was hier oben steht, 9x plus 12. So wie wir es ja beim ersten Bruch auch gemacht haben. Das übernehmen erstmal. Und dann multipliziert mit 5x plus 4. So, ganz schön mühsam auf jeden Fall, aber wir haben es gleich geschafft. Jetzt kommt noch der letzte Bruch, Minus. Und dieser letzte Bruch, der ist ganz schön, weil der hat jetzt ja schon, diese faktorisierte Form ist ja schon 5x plus 4 mal 5x minus 4. Hier steht also schon der Hauptnenner im Nenner. Das heißt, hier muss überhaupt nicht mehr erweitert werden. Und deswegen können wir auch den Zähler einfach so, wie er ist, übernehmen. 75x² plus 16x plus 4. Und das Ganze ist gleich 0, hier laut Aufgabe. So, jetzt können wir den dritten Schritt machen. Das ist die Multiplikation mit dem Hauptnenner. So, dafür brauchen wir auch wieder eine andere Farbe. Das ist unser dritter Schritt. Jetzt multipliziert man beide Seiten. Ich hoffe, ich kriege das hier noch so dahin. Also das soll jetzt sozusagen so ein Operationsstrich sein. Mal Hauptnenner. Ja, gerade so. Mal Hauptnenner. Der Hauptnenner, den siehst du hier, mit dem multipliziere ich jetzt wirklich beide Seiten des Gleichheitszeichens. So, wenn ich jetzt beide Seiten des Gleichheitszeichens damit multipliziere, dann muss ich hier wirklich jeden einzelnen Bruch damit multiplizieren. Somit fliegt dieser Hauptnenner hier komplett hier raus und hier raus. Das kürzt sich komplett raus und 0 mal den Hauptnenner bleibt 0. So, ich mache das nur der Übersichtlichkeit halber wieder weg. Somit bleiben, wenn alle Nenner hier dann sozusagen sich rauskürzen, bleibt dann hier noch stehen. Ist gleich, so, was haben wir dann hier? Nur noch die Zähler natürlich. 6x plus 30 mal 5x. 5x minus 4 plus 9x. Man kettet jetzt einfach nur noch die einzelnen Zähler hier so hintereinander weg. 5x plus 4. Und jetzt aufpassen, ganz wichtiger Schritt, da unbedingt bei dir im Heft oder wo auch immer du dir das selber aufschreibst, unbedingt ein Ausrufezeichen dran machen. Ganz viele machen das falsch. Wenn jetzt hier das Minus kommt, muss ich das Minus wirklich auch auf den kompletten Zähler beziehen. Deshalb immer bei Minus aufpassen, Klammer auf und den kompletten Zähler da so reinfassen. 75x² plus 16x plus 4. So, denn das Minus hier vor, wenn du das jetzt einfach nur so abschreibst, würde das Minus sich dann nur auf die 75x² beziehen. Das Minus bezieht sich aber auf den kompletten Zähler und deswegen sollte man hier dann auch dieses Vorzeichen vor die Klammer packen, damit man dann hinterher das Minus auch mit allen einzelnen Termen innerhalb dieser Klammer verrechnen kann. So, jo, jetzt haben wir hier ganz schön viel zu rechnen. Damit ich das hier so ein bisschen abkürze, du musst das jetzt alles ausmultiplizieren, zusammenfassen, hin und her rechnen. Im Endeffekt wird dabei aber herauskommen, x ist gleich 2 Siebtel. So. X ist gleich 2 Siebtel. Das wäre jetzt hier auch schon der Punkt 4 gewesen, dass man jetzt hier sozusagen die Äquivalenzumformung macht. Das ist hier oben. Punkt 4, Äquivalenzumformung. Diese Äquivalenzumformung würden dich jetzt hier, naja, hier muss jetzt natürlich, habe ich noch vergessen, gleich 0 natürlich kommen. Und wie gesagt, hier alles ausmultiplizieren, das mal das und das mal das und so weiter und so weiter. Dann alles zusammenfassen und dann kommt am Ende x gleich 2 Siebtel raus. So, unser fünfter Punkt ist Lösungsmenge L notieren. Das ist natürlich schnell gemacht. Lösungsmenge L notiert ist gleich
Also dieses ganze Umformen und so, ich spare mir das einfach, damit das Video hier nicht zu lang wird. Haben wir natürlich in den ganzen Videos hier auch schon ausmultiplizieren mit Termen und Gleichungen und so, haben wir es ja alles schon gemacht. Deswegen guck dir das einfach nochmal an und üb es, denn die Lösung siehst du ja und die muss sich ja dann letztendlich einstellen. Hier hat man dann die Lösung 2 Siebtel in der Lösungsmenge. Und jetzt steht hier noch im sechsten Punkt, überprüfen, ob Lösungsmenge in Definitionsmenge enthalten ist. So, das müssen wir jetzt sozusagen noch als letztes machen. Nur wenn die Lösungsmenge sozusagen in der Definitionsmenge enthalten ist, also hier nicht ausgenommen ist, dann ist es eine Lösung. Wir haben hier nur minus 4 Fünftel und 4 Fünftel, die nicht eingesetzt werden dürfen. 2 Siebtel darf scheinbar eingesetzt werden, also ist alles in Ordnung. Wir können sagen, können wir einen Haken hinter machen, das ist unsere Lösung und die passt dann auch soweit. Gut, also du siehst ganz schön viele Schritte mit diesen Bruchgleichungen, besonders wenn man hier so 3 Brüche hat. Bei 2 Brüchen geht das Ganze noch, da hätte ich das hier auch noch ausmultipliziert. Aber hier mit so 3 Brüchen und so wird da schon ganz schön viel Arbeit, die man hier machen muss. Wir gucken jetzt mal auf die Aufgabe B und die möchte ich auch so ein bisschen verkürzen. Bei Aufgabe B können wir grundsätzlich hier erstmal wieder umschreiben, denn hier ergibt sich schon wieder ein Binom. Da haben wir nämlich hier x minus 6 mal x plus 6, das ist die dritte binomische Formel. X plus 6. So. Und oben drauf steht 4x² plus 5x. Dann hat man hier plus 8x minus 6 ist gleich 4x plus 25 durch x plus 6. Du siehst, manchmal ist auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens ein 0, so wie in dieser Aufgabe A, hier. Oder manchmal steht dann da auch noch ein Bruch. Man rechnet aber beides ganz genau gleich, da ergeben sich keine Unterschiede. So, die Definitionsmengen gebe ich jetzt hier nochmal an. Die erstmal Definitionsmenge immer sind die Menge aller reellen Zahlen, bis auf in diesem Fall. Hier die 6 darf man nicht einsetzen, die minus 6 darf man nicht einsetzen. Und das war es dann auch schon. So, die 6 und die minus 6 sind also hier die kritischen x-Werte, die hier zu einem Nenner 0 führen und deswegen müssen wir sie hier ausnehmen. So, jetzt bestimmen wir noch den Hauptnenner. Der Hauptnenner ist alles sozusagen, der Nenner, alle Nenner müssen irgendwie verkettet werden und vorkommen. Jetzt hat man hier x minus 6 mal x plus 6. Und diese einzelnen Bestandteile, diese einzelnen Klammern tauchen jetzt auch in den anderen Nennern auf. Deswegen muss ich hier nicht noch weiter was verketten. Das ist sozusagen das, was ich hier brauche. Und damit ist man da schon am Ziel. So. Jetzt muss man mit den Hauptnennern erweitern. Der Hauptnenner hat sich in diesem ersten Bruch hier schon eingestellt. Den Bruch brauche ich also überhaupt nicht mehr bearbeiten. Das ist also x minus 6 und x plus 6. Und im Zähler bleibt alles beim Alten, 4x² plus 5x. Ich habe ja nicht erweitert, also muss hier nichts mehr passieren. Bei dem zweiten Bruch hat man x minus 6 schon stehen. Und du siehst ja, der Hauptnenner setzt sich zusammen aus x minus 6 mal x plus 6. Das heißt, hier fehlt noch ein x plus 6. Das muss ich hier ergänzen. Da habe ich jetzt quasi erweitert, also muss ich auch den Zähler mit x plus 6 multiplizieren, damit das Erweitern richtig gemacht wurde. Ist gleich. So, auf der anderen Seite des Gleichheitszeichens, auf der rechten Seite, steht x plus 6. Zum Hauptnenner fehlt uns jetzt hier noch das x minus 6, also muss damit in diesem Fall erweitert werden. Und wenn ich das im Nenner mache, muss ich das natürlich selbstverständlich auch im Zähler tun. 4x plus 25 mal x minus 6. Gut. Jetzt wird sozusagen, ich mache jetzt einmal die Rechenoperation hier auf die linke Seite, sozusagen beide Seiten mal Hauptnenner gerechnet. Der Hauptnenner, den siehst du da, und mal den Hauptnenner wird gerechnet. Somit ergeben sich jetzt hier ganz schön viele Kürzungen in den Nennern. Alle Nenner fliegen raus. Also dieser Nenner kürzt sich hier gegen den Hauptnenner und der Hauptnenner kürzt sich gegen diesen Nenner und der Hauptnenner kürzt sich auch gegen diesen Nenner. Alle Nenner fliegen somit raus und es bleibt am Ende nur noch die Zähler hier stehen. Somit 4x² plus 5x plus 8 mal x plus 6 ist gleich 4x plus 25 mal x minus 6.
Gut. Ja, du kannst jetzt, wenn das nächste Video dir angucken möchtest und du weißt jetzt hier irgendwie wird jetzt noch nach x umgeformt und das dann meine Lösungsmenge, genauso ist es, also die Lösung hiervon ist jetzt x gleich minus 16,5. Ich möchte das jetzt hier an dieser Stelle aber einmal vorrechnen, einfach um es einmal gemacht zu haben, so komplett. Wenn dich das interessiert, bleib da einfach mal dran. Ansonsten guck dir einfach das nächste Video an oder hake es ab, dass du das verstanden hast. Ich denke mal, es ist aber gar nicht so schlecht, wenn das hier einfach nochmal komplett einmal gezeigt wird. So, die Nenner sind jetzt alle rausgeflogen. Jetzt muss ich Äquivalenzumformung machen. Ja, also ist theoretisch hier jetzt hier Äquivalenzumformung, weil ich jetzt hier hätte hier auch schon hingemusst, weil wir hier mal Hauptnenner gerechnet haben. So mit links und rechts vom gleicher Zeichen was verändert haben. Das machen wir jetzt hier auch. Hier haben wir jetzt erstmal 4x² plus 5x. Das ist schon die ausmultiplizierte Form. Die kann ich so lassen. Plus 8 mal x sind 8x. Plus 8 mal 6 sind 54. Nee, im Moment 48. Puh. Ja, kleiner 1x1 sollte man hin und wieder mal üben. So, dann haben wir ja 48. Und jetzt müssen wir hier auch noch ausmultiplizieren. 4x mal x sind 4x². Und 4x minus 6 sind minus 24x. Plus 25 mal x sind 25x. Und plus 25 mal minus 6 sind minus 150. So, ein bisschen gequetscht, aber passt noch alles. So, jetzt muss ich weiter Äquivalenzumformung machen. Nämlich, ich muss jetzt alle x auf die eine Seite bringen und alle Zahlen auf die andere Seite. Das mache ich mal etwas im Schnelldurchlauf. Also hier haben wir 4x² ist schon mal okay. So, jetzt bringen wir von der anderen Seite, bringen wir die 4x² auch noch rüber. Das heißt, da haben wir auch minus 4x². Das kommt jetzt sozusagen hier von dieser Seite. Da rechne ich jetzt sozusagen mit dem Rechenauftrag minus 4x². Somit verschwindet das auf der rechten Seite und taucht jetzt hier auf der linken Seite auf. So, dann sind schon mal alle x² abgedeckt. Dann kommt hier plus 5x plus 8x dahinter. Und jetzt hole ich mir noch die anderen x von der anderen Seite. Die kann ich hier aber erstmal verrechnen. Das sind minus 24x plus 25x. Das bleibt einfach nur plus x. Also rechne ich noch minus 1x auf der rechten Seite. Somit muss es hier auf der linken Seite auftauchen. Und dann sind auch alle x da. Dann ist gleich. Und hier ist eine Zahl 48, die bringe ich auf die andere Seite. Somit bleibt da nur noch die Zahl minus 150, minus 48. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell, aber ich muss hier so ein bisschen einfach so die Schritte mal so ein bisschen zusammenfassen, sonst wird das Video irgendwie eine Schulstunde lang. So, jetzt hat man hier 4x². Können wir mal so ein bisschen was wegnehmen. Dieses 4x², das löst sich gegen dieses minus 4x² auf. Und dann können wir hier rechnen. 5x plus 8x sind 13x, minus 1x sind 12x. Ist gleich minus 150 minus 48 sind minus 198. So, und dann sind wir schon einen Schritt vor fertig. Hier muss man noch geteilt durch 12 rechnen, damit das x sozusagen freigestellt wird. Da hat man hier 12 geteilt durch 12 ist 1, also bleibt das x dann alleine stehen. Und hier hat man minus 198, da muss auch ich mal kurz den Taschenrechner nehmen. 198 geteilt durch 12 sind 16,5. Und weil da ein Minus davor stand, müssen wir das Minus natürlich übernehmen. Minus 16,5. So, das ist jetzt hier auch meine Lösungsmenge. Lösungsmenge ist gleich die Zahl minus 16,5. Jetzt müssen wir noch gucken, war diese Zahl in meinem Definitionsbereich ausgenommen? Hier hat man 6 und minus 6 und die minus 16,5 taucht da jetzt in der Ausnahme nicht auf. Somit ist es eine reguläre Zahl, da kann ich also einen Haken hintermachen und kann sagen, okay, das ist die Lösung meiner Bruchgleichung hier. Noch dahinter schreiben, damit das ein bisschen her. Also x ist gleich minus 16,5. So, viel Spaß mit den nächsten Videos. So viel jetzt erstmal an der Tafel an Theorie. Jetzt haben wir natürlich noch eine Situation. Im Internet habe ich einen Graphen gefunden, der den Wasserstand des Meeres bei abfließendem Wasser, also Ebbe, darstellt. Wie ist die Geradengleichung? Dafür muss man die Steigung und den Y-Achsenabschnitt ablesen, mein Fanat. Genau das machen wir jetzt hier einfach mal. Wir üben das hier. Also.
Wir haben einen